Ja, frohes Neues. Es ist kalt. Nee, ne? War gestern 15 Grad. Und hier kommt der früheste Jahresrückblick aller Zeiten. Und natürlich ziehe ich diesen Anzug jetzt noch an. Sonst sagen die noch, der sieht aus wie ein Taz-Mitarbeiter. Herr Küppersbusch, was war schlecht vergangenes Jahr? Damals die Ahnung, dass es schlimmer nicht mehr kommen könne. Und was wird besser in diesem? Diesmal? Keine Ahnung. Ein Jahr Friedrich Merz. Seither neue Brille und viel Unfug erzählt. Wie viel Spaß werden wir in diesem Jahr mit ihm haben? 40 Jahre tapsiges Füllen. Das ist auch ein schönes Jubiläum. Merz, klare, gerade Linie, bestimmt sich vor allem durch die Leitplanken, vor die er mit schöner Regelmäßigkeit links und rechts vordollert. Er hatte ukrainische Kriegsflüchtlinge als Sozialtouristen geAfD't, dann will er aber gleich die NATO offiziell hinschicken. Ab und zu homophob das heftig durch ihn durch, aber die Frauenquote, boah ey, ohne Ketchup kann ich die nie runterwürgen. Das reicht für einen bündig aggressiven Auftritt der Union im Bundestag. Merz kriegt eine 1 in. Was die anderen falsch machen, kann ich Ihnen sagen. Im Zweitfach, was wir besser machen als Union, ist die Versetzung gefährdet. Der Parteichef kassiert Wahlerfolge in Berlin, Bremen, Hessen, kann er vielleicht 23 kassieren und mag sich so zu Tode siegen. MP Wüst, MP Günther, die drängeln schon. Und jetzt muss er auch noch 10 lange Monate bis zur Bayernbahn Markus Söder gut finden. Merz hat alle Chancen, zum ersten Trümmermann der Union zu werden. Am 24. Februar begann der Krieg gegen die Ukraine. Der Bundeskanzler spricht später von einer Zeitenwende. Wird die noch kommen? Diese Deutschen jetzt wieder. Fangen diesmal aus der Geschichte gelernt den Krieg gleich mit der Kapitulation an. Von Steinmeier bis Kubicki tritt man beherzt aus mal 20 Mao gleich 50 Jahren deutscher Politik. Jetzt waren die Minsk-Verträge, oft das Erdgasröhrengeschäft und immer Nord Stream 2. Dumme Fehler haben wir ja von vornherein gewusst, muss man ja sehen. Der Nebenwiderspruch, dass wir durch den Wandel, durch Annäherung die deutsche Einheit angebahnt haben, wird Tumulten übertöst. Vom Riesencomeback des 100-Jährigen, der aus dem Fenster sprang, um die Welt anzuzünden. Der Siegfrieden. Diese Vision, Siegfrieden, ist jetzt gesetzt, ist auf einmal moralisch total großartig und ob mit ein paar Rüstungsmilliarden, mehr oder weniger, das wird uns lang zu schaffen machen. Im März besuchte Robert Habeck Katar und verneigt sich vor dem katarischen Minister für Handel und Energie. Viele kritisierten den Auftritt. Jetzt, wo wir schön heizen, alle schon vergessen? Der Bückling leitet sich ab vom niederdeutschen Wort Bock, Übelgeruch, und bezieht sich auf den strengen Geruch des Fischs beim Verzehr. Oh, sorry, falsche Spalte nochmal. Also, der Bückling. Your Highness, what an honor. Das war wohl die infamste Kommentarlücke in einem Tagesschau-Beitrag voriges Jahr. Man konnte das so raunen hören, was Habeck sagte. Und taumelte zwischen Fremdscham, wie der deutsche Menschenrechtswarrior gleich zur Begrüßung jede Moral wegwarf, und Bewunderung für seine Demut gegenüber den Zwängen seines Amtes. Unterm Strich hat Katar wesentlich mehr Huldigung kassiert als Deutschland Gas, aber Habecks Image als ein Stück weit nachdenklicher Lausbubator kann es wenig anhaben. Nach nur 14 Monaten trat Susanne Henning-Welsow im April als Co-Chefin der Linken zurück. Tritt die Linke 2023 vollständig von der Bühne ab? In die Spaltung, in zwei Teile, das wäre ja ein Upgrade. In der Zeit ist die Partei zersplittert. Nicht gespalten, in Regierungsbeteiligte, Reformer, marxistische Fundamentalisten, Rechtsoffene. Und paradox wartet ausgerechnet die Linke auf das rechte Konzept. Er gibt uns ein Leitbild, auf eine Führungsfigur. Das wird sich Ramelow nie antun. Wagenknecht hat einfach viel zu Recht. Und Bartsch verwaltet den Rostfraß. Wer immer in diese linke Partei ein Streitthema reinwirft, kriegt für einen Ball drei zurück. Linke, die ARD unter den Parteien. Das ist jetzt auch wieder kein Zukunftsslogan. ForscherInnen ist im Mai zum ersten Mal die Aufnahme eines schwarzen Lochs in der Milchstraße gelungen. Wen schicken wir als erstes hin? Christian Lindner. Ein Loch, in dem alle Materie verschwindet, wäre doch ein hilfreicher Blick in die Zukunft seines Haushalts. Im Juni begann die Documenta. Es kommt zum Antisemitismus-Skandal. Was hinterlässt die Documenta 15 außer einem Scherbenhaufen? Zu Kulturstaatsministerin Claudia Roth mag vielen vieles einfallen, auch Ungerechtes, doch ihre Selbstbezichtigung, ich hätte lauter sein müssen, erfrischt dann doch. Roth noch lauter, geht das?
Ein Kunstereignis, an dessen Ende die Forderung nach mehr politischer Aufsicht und Gängelung steht, ist ein Fiasko, aber eine tolle Performance. Das 9-Euro-Ticket erfreute sich ab Juli großer Beliebtheit. Wer profitiert am meisten vom Billigticket? Schnäppchenjäger? Armutsbetroffene? Die FDP? Die Bahn? Also wir haben ungefähr die Hälfte der Bahn, die wir brauchen. Das hat sich bei dem Anlass 9-Euro-Ticket rumgesprochen. Hallo, Zugchefin. Ja, antwortet sie. Hallo, Stresstest. Massagesessel, Vetternwirtschaft und teures Parkett. Im August lieferte der RBB die Frage, übersteht der öffentlich-rechtliche Rundfunk das Jahr 23? ARD und WDR-Chef Tom Buro schlug in der losgetretenen Debatte einen runden Tisch für einen neuen Gesellschaftsvertrag vor. Es klingt so ein bisschen nach DDR kurz vor Untergang. Gutes Timing. Tatsächlich sind die Bedrohungen der Meinungsfreiheit heute eben riesige globale Digitalkonzerne, die mehr Macht haben als irgendein hergelaufener Nationalstaat. Da wäre also eine Begründung zu finden für ja, nationale, lieber gleich europäische Konkurrenten für Facebook, Twitter, Insta, Streamingdienste und zwar Konkurrenten unter öffentlich-rechtlicher Kontrolle. Dieses Ziel könnte man definieren, man müsste dafür gesellschaftliche Mehrheiten organisieren, bevor man das Vorhandene erstmal demoliert, also in der Intendanz nochmal die Programmfolge überdenken. Die Queen ist tot. Mit dem Ableben von Elisabeth II. Im September wurde Charles III. König. Moderne Monarchie oder selbstgemachte Orangenmarmelade? Charles ist jetzt, im Moment des Griffs nach der Krone, hat voll einen in der Krone, genauso alt wie Friedrich Merz sein wird, wenn er Kanzler würde. Tauschen? KlimaaktivistInnen traktieren im Oktober Kunst mit Kartoffelbrei. Verklebt sich die Klimabewegung die Zukunft? Ja, da gehen Gewalt und Gehalt frei Hand in Hand. Das sind Scheindebatten. Das ist so wie dieses endlose Gender-Innen-Gemoser-Sternchen-Punkt, weil es vom Kernanliegen ablenkt. Wir vom AKW Gegner Seniorenheim rufen euch Jungen zu, Leute, müsst ihr durch. Es dauert kotzlange und ja, Tipp von uns Alten, on the long run ist es klüger, Sympathien einzukassieren, als sie zu verprellen. Der Bundestag beschließt im November den Weiterbetrieb der letzten drei Atomkraftwerke in Deutschland bis April 2023. Deutschland mal wieder gerettet? Letzte Generation Aktivisten und Aktivistinnen sehen die angegrauten Grünen die Hände heben für mehr Atomkraft und sagen, ja, lieber Kartoffelbrei. Im Iran fordern im ganzen Land Menschen das Ende des Regimes. Das lässt im Dezember DemonstrantInnen hinrichten. Was muss die feministische Außenpolitik Deutschlands als nächstes tun? Ja, das Streitwort, feministische Außenpolitik, hilft hier wenig. Merkels Außenpolitik ist gerade mit viel Applaus geächtet worden. Zugleich steigen Überraschungsfeministen wie Zelensky oder Klitschko zu Heldinnen auf. Außenministerin Baerbock brilliert in dem eher mannhaften Trotz. Nein, ich verhandle mit niemandem, es sei denn mit Bösen. Und der Weltklasse-Show wie Erdogan macht dafür den Friedensengel. Feministische Außenpolitik ist mehr und anders als Frausenpolitik. Und ich gebe mir das Jahr 23, das noch besser zu verstehen. Und was machen die Borussen? Ja, also der BVB, Sechster in der Tabelle, 9 Punkte hinter Bayern. Jetzt werden irgendwelche Spieler gehen und irgendwelche anderen Spieler verkauft. Und dann passiert so einiges. Und am Saisonende sind wir dann Sechster mit 9 Punkten auf die Bayern. Oder so.